Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Frau Heiduck, jetzt so zu tun, als ob die Grünen gegen diesen Kompromiss wären, ist eine Verschleierung der Wahrheit, ehrlich gesagt. Die Grünen waren das Zünglein an der Waage im Vermittlungsausschuss und im Bundesrat. Und leider hat sich Ministerpräsident Kretschmann für die andere Seite entschieden. Und damit ist kein besseres Ergebnis auch herausgekommen. Ihre Seite, genau, meinetwegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor uns liegt nun ein Kompromiss des Vermittlungsausschusses. Und wir wissen alle, Kompromisse sind nie einfach. Und der Kompromissvorschlag des Vermittlungsausschusses hat deutliche Verbesserungen herbeigeführt. Daher möchte ich mich an dieser Stelle auch bei den sozialdemokratischen Finanzministerinnen und Finanzministern, insbesondere bei Norbert Walter-Borjans aus NRW und Senator Tschentscher aus Hamburg, für die harte und konstruktive Arbeit bedanken. Im Rahmen des Vermittlungsausschusses haben die SPD-Länder in harten Verhandlungen wichtige Verbesserungen und Klarstellungen erreicht. Die Überprivilegierung der Unternehmenserben wird hiermit reduziert. Vor allem bei der Bewertung der Unternehmen hat es wichtige Verbesserungen gegeben. Es wurde nämlich erreicht, dass der Wert nun um ca. 10% höher liegt, als im Gesetz beschlossen war. Und diese deutliche Nachbesserung hat auch positive Auswirkungen auf das Steuereinkommen. Uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es immer wichtig gewesen, dass Arbeitsplätze durch die Erbschaftssteuer nicht gefährdet werden. Dieses Ziel war, ist und bleibt richtig. Und aus diesem Grund haben wir auch darauf geachtet, dass Unternehmen, die eben nicht überwiegend produktiv arbeiten, von der 100%-Verschonung ausgenommen werden. Für Familienunternehmen führen wir eine konkrete Definition ein. Das ist auch gut so, denn dadurch soll nicht jedes Unternehmen die Möglichkeit haben, sich arm zu rechnen. Darüber hinaus sind durch Klarstellungen unsererseits noch zwei weitere Verbesserungen in das Gesetz gekommen, die ohne Vermittlungsausschuss eben nicht gekommen wären. Zum einen stellen wir nun klar, dass Luxusgüter wie Yachten oder Kunstsammlungen, Herr von Stetten, natürlich nicht als Betriebsvermögen angerechnet werden können. Wir wollen hiermit den Missbrauch, der in der Vergangenheit allzu oft betrieben wurde, verhindern. Beim Missbrauch in der Vergangenheit kommt jedem sofort die Konstruktion Cash GmbHs auch in den Sinn. Auch hier wurden die Schlupflöcher dicht gemacht. Somit wird in Zukunft es nicht möglich sein, begünstigtes Vermögen begünstigtes Vermögen umzuwandeln. Was mir besonders wichtig ist und was auch wegverhandelt wurde, ist die zinslose und voraussetzungslose Stundung. Auch hier haben wir diese Regelung, die ja vollkommen gaga war und nicht nachvollziehbar, herausverhandelt. Vor uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, liegt nun ein Minimalkonsens zwischen den drei im Bundestag vertretenen Fraktionen und den Bundesländern. Es ist nicht mehr und auch nicht weniger. Wir als Bundestagsfraktion wissen, hier wäre noch viel Luft nach oben. Deshalb unterstützen wir auch die Forderung von Andrea Nahles, in der nächsten Legislatur über eine Revision zu entscheiden, wo wir endlich eine Erbschaftssteuer haben, die auch den Namen verdient. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Ergebnis ist mit diesem Kompromiss gelungen, nicht produktive Unternehmen und Unternehmen versteckte Luxusgüter aus der Verschonung herauszunehmen. Und das ist ein wichtiger Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Britta Hasselmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.